Ich bin froh, dass mir eine solche Prüfung erspart geblieben ist. Ich weiß nicht, was wir anderen getan hätten. Peter Wyden zitiert seine Klassenkameradin Marianne House, wenn es darum geht, nicht leichtfertig den Stab über der gemeinsamen Mitschülerin Stella Goldschlag zu brechen. Stella war einst der hübscheste und anziehendste Teenager an der jüdischen Goldschmidt-Schule am Roseneck gewesen. Ab 1943 wurde sie dann in den Fängen der Gestapo zu einer der gefürchtetsten Denunziantinnen für die Berliner Juden im Untergrund. Was da genau passiert ist, sie war eben ein U-Boot, illegal, wurde geschnappt, eingeliefert bei der Gestapo, gefoltert und zwar im Keller von der Burgstraße, das ist eine Adresse, die nicht bekannt ist, denn das war die örtliche Gestapo, nicht die berühmte Prinz-Albrecht-Straße. Und da liefen unten im Keller, da liefen Turbinen, damit Krach gemacht wird, sodass man das Geschrei nicht draußen hörte. Und da wurde sie eben zusammengeschlagen und lag dann in ihrem eigenen Blut auf dem Fußboden, minus ein paar Zähne. Ne? Nun ist das natürlich was furchtbar Schlimmes. Für jede Person, aber für Stella war das bankrott. Denn da dachte sie, da geht mein Aussehen, meine Schönheit. Okay, dann wurde ihr gesagt, ja, morgen früh kommen deine Eltern in den Zug nach Auschwitz. Nicht Theresienstadt, was ja damals noch von den Nazis als so als Art Altersheim hingestellt wurde, nicht wahr, was ja auch totale Lüge war, aber nach Auschwitz. Und da wurde ihr gesagt, ja, wir suchen nach einem gewissen Günter Rogoff, einem Juden, der Pässe fälscht, das ist ja kriminell, den hast du ja mal gekannt. Jetzt hilf uns doch mal bitte, diesen Mann zu finden. Da hat sie gesagt, ja, das tue ich, obwohl sie behauptet, dass sie das seinerzeit mit diesem Mann nicht getan hat. Aber jedenfalls, die Gestapo hat das recht schlau gemacht, nicht? Also sie da in die Situation hereingelotst. Stella Goldschlag ging als Verräterin ihrer Schicksalsgenossen genauso akribisch und perfektionistisch wie erbarmungslos und grausam zu Werk. Mit ihrer betörenden Schönheit erscheint sie in Peter Wydens Buch fast als ein Berliner Pendant zur berüchtigten Spionin Mata Hari. Ist Peter Wyden immer noch fasziniert vom blonden Gift Stella? Ja, fasziniert, natürlich, aber man muss das richtig verstehen, wenn ich Sie bitten darf, nicht wahr? Der Louis Moyer, der diese schwangere Krankenschwester ermordet hat, der fasziniert mich nicht weniger. Man, vielleicht, wenn Sie mich so etwas einengen, kann ich sagen, das unmenschliches Benehmen der Menschen interessiert mich. Punkt. Im Unterschied zu Mata Hari verkaufte Stella Goldschlag allerdings keine kriegswichtigen Informationen an die Nazis, sondern abgerissene Flüchtlinge. Ihre schillernde Fassade verdeckte, dass sie im Grunde selbst dazu gehörte. Denn nachdem ihre Eltern trotz aller gegenteiligen Behauptungen der Gestapo schließlich doch in Richtung Osten deportiert worden waren, blieb ihr nur noch die eigene Haut, die zu retten war. Bei Stella ging der Selbsthass ganz einfach zu. Das kam so. Sie war in einer öffentlichen Schule als kleines Mädchen. Blond, blauäugig und geltend als arisch. Plötzlich muss sie von ihren Freunden weg, aus der Schule raus, in eine fremde Schule mit fremden Kindern, weil sie eben anders war, nicht? Also diese Minorität gehörte. Na, da fing der Hass der Minorität natürlich an. Was soll das? Sagte sie sich schon als Kind, nicht wahr? Ich sehe doch arisch aus. Was wollen die denn von mir? Warum muss ich denn leiden? Man wird Peter Wydens Enthüllungen über die jüdische Verräterin Stella nicht gerecht, wenn man nicht gleichzeitig seine Bemühungen um die Einbettung der Leidensgeschichte in den historischen Kontext wahrnimmt. Seine Art und Weise, die Zeitzeugnisse mit Sex and Crime zu würzen, mögen hierzulande irritieren. Doch scheint die amerikanische jüdische Öffentlichkeit damit keine Probleme zu haben. Dort wurde Stella bereits vor einem Jahr publiziert und, so Peter Wyden,
sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viel in Synagogen Vorträge gehalten. Und das ist auch interessant, denn die älteren Rabbiner, die wollen nicht an das Thema ran. Wo ich Vorträge halte, da sind jüngere Rabbiner, die eben an der History des Zeitalters interessiert sind und die eben auch wissen wollen, was war los. Die jüngere Generation der amerikanischen Juden ist also zunehmend bereit, den Blick auch auf die Verräter in den eigenen Reihen zu lenken.